Alter! So ein Spiel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh, Baby! Oh! Was für ein Game! Yo! Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Hey! Wir spielen ein Spiel, auf das ich schwöre es euch, noch nie so lange gewartet habe wie auf ein anderes Game. Wir spielen Teardown, meine Freunde. Ein Spiel, was es so noch nie gegeben hat. Unglaublich groß auf YouTube. Ein Entwickler aus Schweden das Ding irgendwie gemacht. Wahnsinnig krass. Und ich habe mich übertrieben darauf gefreut. Ich habe leider keinen Beta-Zugang bekommen. Jetzt ist es raus auf Steam. Ich finde sowas immer krass, wenn Indie-Entwickler sowas auf die Beine zu stellen. Und ihr werdet gleich sehen, in diesem Spiel kann man Dinge tun, die kein anderes Spiel zulässt. Wir gehen in die Kampagne rein, meine Freunde. Und ich bin so übertrieben gehypt wie bei keinem anderen Game. Es ist gerade, wie gesagt, frisch draußen. Und die Mechanics und wie hier alles funktioniert, das werden wir gleich zusammen erfahren. Wir gehen erstmal nach Hause und machen mal ein klein bisschen leiser hier, weil mir das ein bisschen zu laut ist. Ja, ihr seht auch schon ein relativ simples Menü hier. Ganz clean. Wir rennen jetzt erstmal nach Hause. Ich kann springen, ich kann nach Hause laufen. Ihr seht schon von der Grafik her, wir haben sehr viele gepixelte Sachen. Können wir schwimmen? Wir können auch schwimmen, ja. Ja, das Krasse an diesem Game ist eigentlich die Grafik und das, was dahinter steckt. Aber das zeige ich euch gleich mal. Ich will euch einfach, wie gesagt, nicht großartig spoilern. Neue Tür machen wir wieder zu hier, ne? So. Und jetzt gehen wir erstmal hier rein, in unsere Lagerhalle, meine Freunde. Ich kann scheinbar auch Sachen, wie ihr seht, kann ich hier so ein bisschen hin und her werfen. Und ihr seht schon, meine Freunde, was passiert. Ich bin in der Lage, sämtliche Dinge hier einfach aufzuheben, rumzuwerfen und die komplette Welt zu zerstören. Oh Mann. Kann ich diese Kiste zum Beispiel auch hochwerfen? Ja, wir sind ziemlich stark, wie man sieht. Und das ist so ein bisschen das Modell. Das Ganze lässt sich aber unglaublich krass skalieren, meine Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rein und nehmen uns erstmal unsere ersten Waffen. Wir nehmen den Feuerlöcher, wir nehmen die Sprühpistole und den Hammer, meine Freunde. Replace the fuse to turn on the power. Was muss ich machen? Ach so, jetzt habe ich hier meine Pflanze kaputtgeschlagen. Also eine Sache, die dieses Spiel möglich macht, was kein anderes Spiel bis dato möglich macht, ist das hier. Oh, mein Hammer ist wohl zu weg. Aber hier? Glas geht natürlich. Geht Holz? Moin, moin, meiner Teamfreund. Ihr seht's, Leute. In diesem Spiel kann ich wirklich alles zerstören. Was haben wir noch? Eine Spraycan. Ich kann hier Dinge auf den Boden malen und ich kann Feuer löschen, was auch ziemlich geil ist. Aber wir machen erstmal Folgendes. Wir folgen erstmal der Kampagne und dann zeige ich euch später mal in der Sandbox, was hier alles möglich ist. Ich bin mir sicher, meine Freunde, das wird jetzt eines der Main-Content-Pieces meines Kanals werden. Ich liebe solche Spiele, ja. Aber kommen wir mal erstmal hier auf. So, Flashlight. Ah ja, hier. Replace Fuse. So, wir haben schon mal Strom. Kann ich das Licht hier ausschlagen? Oh mein Gott. Also ich kann hier einiges kaputt machen, wie ihr seht, meine Freunde. Go inside and check messages. Hier ist ein Klo. Kann ich das Klo kaputt schlagen? Oh nein! Okay, egal. Ich folge erstmal der Mission. Das Ding ist, ich habe mich halt schon damit auseinandergesetzt und weiß halt, was hier abgeht, meine Freunde. Wir gehen erstmal hin und checken unsere Messages. Gaspel. The Gaspel dropped on the floor. Honestly, I'm not sure we can make it through the month. Bla 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 bla. Okay, wir sind hier in Schweden, glaube ich. Lökelle. Also es ist halt ein schwedischer Entwickler. Und ich würde sagen, wir spielen unsere erste Mission. Es sieht so aus, als müssten wir ein Haus abreißen und modernisieren. Let's go, würde ich sagen, meine Freunde. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich habe einfach nur so sehr Spaß dabei, alles kaputt zu schlagen. Vielleicht wäre der Sandbox-Modus das Richtige für mich gewesen. 6,3 Meter so tall. Okay, das heißt, der Kamin ist etwas zu hoch. Was machen wir da, meine Freunde? Propane Tanks explode when thrown. Oh mein Gott, sag mir nicht. Alter! Oh, Leute! Oh, Baby. Okay. Ich glaube, unser Job ist es, das Haus hier einzureißen. Und genau das machen wir jetzt mal. Oh, oh, es brennt. Seht ihr das Feuer? Und wir können das Feuer sogar wieder löschen, wenn wir wollen würden. Wir machen das Feuer mal ganz kurz aus. Wir wollen das Haus noch nicht niederbrennen. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal, was passiert eigentlich, wenn ich das Haus jetzt hier einmal so beschädige. Das Ding ist, meine Freunde, ihr werdet gleich sehen, was passieren wird. Das Haus wird in sich zusammenbrechen. So ein Spiel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon, wie unglaublich viel man hier kaputt machen kann. So, wir haben jetzt hier quasi nur ein paar tragende Elemente. Das Haus ist schon ein wenig schief, wenn ich mich nicht irre. Und wir nehmen nochmal so eine Propanflasche und schmeißen die jetzt einfach mal gegen den Kamin. Das sollte eigentlich reichen. Oh weia, ich bin fast gestorben. Aber wir kriegen das hier, glaube ich, nicht kaputt. Okay, wir müssen aufpassen. Wir haben auf jeden Fall eine Health. Also wir haben auf jeden Fall eine gewisse Gesundheitsanzeige, die natürlich beeinflusst wird, wenn wir mitten in der Explosion stehen. Das ist klar. Ich weiß gar nicht, was meine Mission ist, dass ich dieses Haus abreißen muss. Also es hält immer noch, nur noch am Kamin. Ein bisschen unlogisch ist es ja schon, ne? Nee. Maybe können wir jetzt eins dieser Baufahrzeuge nehmen. Können wir das fahren? Wir können das fahren. Wir können das fahren, Leute. Oh mein Gott. Und rein in die Olga. Schaut euch das an. Okay, Schaufel ist wie? Ah, okay. Okay, da versuchen wir mal ganz kurz jetzt hier, das Ding hier wegzubringen. Hau rein.
Oh mein Gott, Leute. Seht ihr das? Es funktioniert. Ich kann jetzt hier das komplette Haus einfach abreißen. Klar, der Bagger hat natürlich auch eine Condition. Ne? Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den Bagger nicht komplett zerstören. Aber ihr seht, wir können das ganze Haus einfach zerstören. Okay, wir rasen mal volle Kanne rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben Big Progress gemacht, Leute. Unser erster Abrissobjekt. Ein bisschen chaotisch, aber es funktioniert sehr gut. So, jetzt machen wir mal ganz kurz runter die Schaufel und crashen das mal ganz kurz. Oh, ist das geil. Leute, das ist so krank befriedigend. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was so unglaublich viel Spaß macht. So, wir könnten natürlich jetzt hier an der Stelle auch sagen, wir sind fertig, ja? Wir sind fertig und lassen das Ganze jetzt hier mal gut sein. Aber das wäre ja langweilig, wenn wir jetzt einfach aufhören würden, ne? Wir haben hier auch Missionary Borders. Also ihr seht halt, wir können hier nicht alles machen. Aber zum Beispiel... So ein Bagger, den kriege ich natürlich nicht kaputt mit meinem Hammer. Und auch so eine Lampe nicht. Aber hier den Boden zum Beispiel, den kann ich ein bisschen beschädigen. Also es ist halt schon krass, wie umfangreich das ist, ne? Vor allen Dingen halt, wenn man überlegt, ah, kann ich gegen das Parkhaus hier werfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, Digga, das ist so krass. Das ist so krass, dieses Game. Wir machen unsere nächste Mission. Wir haben natürlich noch einiges zu tun hier, Leute. Oh, oh. Wir sind auf jeden Fall jetzt gesucht, weil wir ein Haus abgerissen haben, was unter Denkmalschutz steht. Egal, wir helfen erstmal wem anders. Wir gehen erstmal zu Lee Chemicals und helfen da mal weiter. Wir müssen jetzt erstmal hier der Firma Lee Computers helfen. So, erstmal hier Licht aus. Oh, wir haben hier eine Overview-Map. Okay, gut, wir gehen rein. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Wir müssen da reinkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Art Einbruch hier ist, die wir gerade machen. Ich glaube sogar schon, komme ich hier rüber? Oh ja, Baby, okay. Gut, wir sind drin. Grab Value. Lol, wir klauen jetzt hier gerade. Okay, jetzt muss ich nur rauskommen. Das machen wir natürlich wieder ganz geschickt durchs Fenster und wir müssen weiter. Okay, wir müssen in dieses Haus hier rein. Das sollte relativ simpel sein. Wir schlagen uns einfach durch die Wand. Wir sind nicht die filigransten Einbrecher, wie ihr vielleicht sehen könnt. So. Zack, her damit. Zum Beispiel dieses Rohr hier. Stört doch unheimlich. Das stört doch einfach. Also machen wir es einfach kaputt. Ehrenmann, Bro. Ich bin einer dieser Einbrecher, die ein bisschen unkonventioneller an die Sachen rangehen, wisst ihr? Wir dürfen nur nicht hier vorne gegen die Propangastanks kommen. Okay, das sieht aus, als würden wir da reinkommen. Wir sind auf jeden Fall schon mal drin. Das ist gut. Komme ich durch das Fenster durch? Oh, Digga. Geil. Ach, es ist so liebevoll designt. Ich liebe es einfach wirklich. Gut, jetzt müssen wir langsam nach Hause. Es wird schon hell. Also bitte. Oh ja, Baby. Einer meiner besten Einbrüche aller Zeiten. Jetzt können wir nämlich in die Sandbox gehen und können jetzt Lee Chemical spielen, meine Freunde. Und jetzt können wir in der Sandbox mal ein bisschen rumexperimentieren. Man kann das Boot fahren. Das ist doch unreal. Okay, kommen wir hier rein? Ja, wir können nur den Putz abschlagen. Dann müssen wir uns wohl einen anderen Weg nach drinnen bahnen. Volle Fahrt voraus! So, wir sind über die Toiletten reingekommen. Und wir kommen nicht weiter nach vorne. Das tut mir wirklich leid, aber wir müssen leider weiter nach vorne, Herr LKW. Einmal noch Anlauf, komm schon. Dafür wird es reichen, Herr LKW. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, der Karren ist wirklich im Arsch. Aber wir sind drin, mitten im Elektrizitätswerk. Schaut mal, was ist das hier? Oh, ich glaube, wir haben dafür gesorgt, dass das ganze Licht jetzt hier aus ist im ganzen Haus. Naja, okay, never mind. Stellt euch mal eine komplette Open World damit vor. Das ist doch verrückt, oder? Hm, was ist, wenn ich ein Auto in den Gastank reinfahre? Ich meine, passiert da irgendwas? Alter, die Autos machen auch echt Spaß, hier zu fahren, wirklich. Ich muss einmal kurz hier rein. Was haben wir hier? Oh, Baby. Ich bin tot! Ich meine, ja gut, ich bin tot. Okay, wisst ihr was? Eine letzte Sache, die ich noch unbedingt machen möchte. Wir nehmen uns den fetten Bagger hier und reißen diese ganze Bude ab. Das heißt, wir fahren hier erstmal ganz entspannt rein und fangen an mit diesem, ja, vielleicht nicht mit dem Baum. Der Baum darf stehen bleiben. Ich meine, der Baum ist wichtig, oder? Das ist Natur. Aber zum Beispiel dieses Haus hier. Alter! Oh, Baby! Oh! Was für ein Game! Alter. Oh, Digga, schaut mal, wie das da durchgeht. Wie Butter. Oh, Digga, das ist Wahnsinn, dass das so smooth funktioniert. Ich bin so beeindruckt, wirklich. Seht ihr, das Rohr fällt sogar runter von der Physik. Oh, Digga, das ist so krass. Das ist so krass. Ich bin wirklich richtig beeindruckt. Oh, Junge. Also, Leute, ihr seht auf jeden Fall, wir können hier wirklich so viel machen. Wir können hier einfach alles zerstören. Und ich habe so viele kranke Videos geplant. Das ist auf jeden Fall nur der erste Eindruck von diesem wunderbaren Game. Unglaublich krass, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Ich freue mich wirklich auf mehrere Videos davon. Und ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.